Hallo liebe Camper, einen wunderschönen guten Abend aus Dinkelsbühl. Ja, guten Abend kann ich schon sagen, weil es wird schon wieder dunkel draußen. Jetzt lüften wir mal das Geheimnis, was der Thriveman City und der Thriveman Country ist. Und dazu wollte ich euch jetzt mal einladen. Und ich bewaffne mich jetzt mal mit Messer und dann schnibbeln wir mal die Kartons auf. Jetzt haben wir die schon mal so weit ausgepackt und jetzt nehme ich euch mal mit. Wir haben hier nämlich neu im Programm einen E-Scooter. Hier sehen wir ihn abgebildet und ich würde jetzt einfach mal sagen, den packen wir jetzt miteinander aus. Thriveman Country und Thriveman City. Ich meine, wir sehen es ja schon an der Größe des Kartons. Es sind zwei unterschiedliche Größen an E-Scooter. Der eine ist, der City ist einfach ein bisschen leichter und hat auch nicht so viel Zuladung. Jetzt sage ich mal, vielleicht für die Damen, die ein bisschen leichtgewichtiger sind. Natürlich auch für Herren, ohne hier diskriminieren zu werden. Und der etwas größere ist natürlich gut geeignet für etwas mehr Zuladung und ein bisschen massiver das Ganze. Im Vergleich bauen wir den jetzt mal zusammen. Und dann schauen wir uns das einmal an. Schon mal sehr wertige, schöne Verpackung, muss ich sagen, wenn der angeliefert wird. Also schaut schon mal richtig toll aus. Sehr gut verpackt. Alles schön, ordentlich, safe. Also finde ich richtig gut. Was haben wir hier alles drin? Ein Qualitäts-Sicherheits-Check-up-Formular. Dass alles gecheckt ist, dass er geprüft ist, dass er auf Funktion getestet ist mit der entsprechenden Betriebsanleitung. Auf der Seite haben wir ein Kabel, ein Ladegerät, weil den E-Scooter muss man natürlich auch immer regelmäßig aufladen und ein kleines Handtaschenwerkzeug für die nötigsten Schrauben zum Anziehen, zum Nachziehen, wenn man mal ein bisschen holprige Strecken fährt. Schön mit Styropor sauber eingebastelt, muss ich wirklich sagen. Also schaut echt top aus. So, dann gehen wir noch zu der Geschichte. Und dann heben wir das Ganze mal raus. Da brauche ich jetzt nur zwei Hände dazu, weil der doch ein bisschen schwer ist. Ich stelle euch jetzt hier einfach mal ab. Ups. Mal gucken, ob das was wird, dass wir das so raufkriegen. Mal schauen, wie ich mir jetzt anstelle. Voilà. So, dann ist der Karton schon leer. Da sehen wir es. Und jetzt ist der ganze E-Scooter hier nur ein bisschen gut verpackt. Und jetzt erlauben wir uns, das Ganze hier mal aufzumachen. Genau. Also das ist das Format,
wie er zusammengeklappt auch ist, passt so gut wie in jede Heckgarage. Dafür gibt es auch nur eine tolle Tasche, dass, falls er doch ein bisschen schmutzig ist oder den E-Scooter zu schützen oder wie auch immer, dass man den ganzen Schmott und Schmutz nicht in die E-Garage trägt, finde ich mega geil. Und ja, macht einen sehr soliden, schönen Eindruck. Tolle Felgen hat er da mit Scheibenbremsen, integriertes Licht, Seitenständer natürlich, Dämpfer hinten und an der Lenkung. So, alles in allem eigentlich echt eine tolle Qualität, super verbaut und da kann man wirklich nichts sagen. Also ich muss sagen, super geiles Teil, also das macht richtig Spaß. Jetzt bauen wir das mal wieder zusammen, klappen wir es mal hoch und dazu stelle ich euch mal weg. Dann machen wir jetzt erst das Papier runter und dann nehmen wir jetzt ja, das Cuttermesser, klar, müssen wir aufschneiden und klappen das Ganze dann mal in die richtige Position. Das ist relativ einfach. Einfach hochgeklappt. Da unten muss man entriegeln. Und dazu nehme ich euch jetzt mal kurz auf die Hand. Hier sehen wir den Entriegler, den orangenen. Den müssen wir nach unten drücken, bis er ausgeschnappt hat. So ein bisschen noddeln, genau. Und jetzt ist er raus. Einfach einmal dann den Lenker nach oben ziehen. Für mich ist es jetzt nicht ganz so einfach. Ich muss immer die Kamera mit bedienen und euch das zeigen, dass es richtig einrastet. Und da muss man so ein richtiges kleines Klicken hören. Zack, genau. Jetzt ist er drin und das war es eigentlich schon. In der Regel muss man jetzt weiter nichts machen. Da ist er stabil und eingerastet. Jetzt klappen wir die Lenkerschenkel hoch. Die werden einfach die orangenen Teile leicht zurückgezogen, das sind die Verriegelungen und nun schraubt man die einfach fest, genau. Und schon ist das ganze Thema fertig. Auf der anderen Seite noch, jawohl. Und auch wieder einrasten, festschrauben und dann klappt es. In der Regel, wenn man den einmal vormontiert hat, ist natürlich alles fertig, alles fixiert. Wir sehen hier, müssen wir jetzt noch die ganzen Instrumente anbringen. Die sind alle noch locker. Klar, weil das ist die erste Installation. Wenn ihr die bei uns kauft und auch entsprechend abholt, stellen wir die natürlich auch für euch entsprechend ein. Das ist überhaupt kein Thema. Das machen wir sehr gern. Und wir nehmen jetzt auch bewusst dann das Spezialwerkzeug, wo da dabei ist. Ist nämlich auch gedacht, wenn mal unterwegs irgendwas ist. Jetzt stellen wir die Höhe ein, einfach aufrasten, nach oben ziehen, unten wieder arretieren, fertig. Das ist ein Schnellverschluss, also da kann man sich den Lenker entsprechend in der Höhe anpassen, wie es einem passt, verriegeln, fertig. Ist relativ einfach und jetzt holen wir uns den kleinen Schlüssel, der dabei ist. Das ist so ein Multi-Werkzeug, Multi-Spezialwerkzeug. Ich mache es jetzt absichtlich, wie gesagt, mit dem, damit man auch sieht, wie man den bedienen kann, dass das echt alles geht. Da ist alles dabei. Einfach in die richtige Position drücken. Wir fangen jetzt mal mit der Handbremse an, auf der linken Seite. Dann tun wir die schön einstellen, sodass es passt. Und unten einfach die Schraube, den richtigen Schlüssel rausholen, die Schraube dementsprechend anziehen. Ein bisschen festhalten dabei, damit er die Position auch hält und schon ist er fest. Dann können wir die Klingel dementsprechend einstellen, auch gucken, dass sie passt, richtigen Schlüssel nehmen, schnell aussuchen, zack und einmal andrehen, genau, und dann ist auch die Klingel schon fest. Perfekt. Also ihr seht, das ist alles relativ einfach von der Bedienung her und das Multiwerkzeug ist echt geschickt, das hat man immer dabei. Es gibt auch noch eine kleine Lenkertasche, die stelle ich euch nur in einem anderen Video vor, wo man dann entsprechend das alles unterbringt. Jetzt machen wir die Handbremse als erstes, die rechte Bremse. Einfach wieder gut, dass sie vom Handgelenk her gut sitzt, wieder den richtigen Schlüssel auswählen und dann sauber festziehen. Gut arretieren und das war es auch schon wieder. Jetzt nehmen wir das Bedienteil, sprich den Gashebel.
Muss man gut einstellen, positionieren zur Handbremse, damit man da nichts verwechselt. Da geben wir euch auch gerne ein paar Tipps. Dann einfach das Bedienteil gut arretieren, festhalten und dann ist es auch schon wieder gut. Den richtigen Schlüssel auswählen und dann zieht man das ein bisschen an. Bekanntlich nicht so fest, weil nach fest kommt ab. Also da ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu arg ist. Aber so funktioniert es tadellos. Jawohl. Also ihr braucht in der Regel, wenn man da ein bisschen geschickt ist, dauert es keine 10 Minuten, Viertelstunde und dann ist das alles arretiert. So, jetzt sind wir fertig. Der Roller ist montiert. Jetzt haben wir alles richtig eingestellt. Und ja, das ist jetzt der orangene Roller. Das Ganze gibt es auch in Silber. Da sehen wir die orangen Applikationen, die orangenen Leitungen, die orangene Schrift. Dann die ganzen, genau, Verschlüsse, alle orange und das Gleiche gibt es dann natürlich auch in Silber. Hier haben wir die Ladekappe, das ist der Verschluss fürs Ladegerät. Hier ist die Entriegelung, da steigt man einfach dann mit dem Fuß drauf, entriegelt das Ganze, klappt zusammen und dann ist es auch schon wieder fertig zum Verstauen und kann entsprechend im Kofferraum gut untergebracht werden. Schöne Scheibenbremsen massiv mit gute Bremsbacken, hinten genauso, tolle Scheibenbremse, der Kennzeichenhalter. Also das Teil ist rundum echt gelungen. Also ich finde es richtig, richtig speziell gut. Macht richtig Laune, ist schnell montiert, ist schnell zusammengestellt und schaut richtig solide und richtig gut aus. Hier haben wir jetzt das breite Fußbrett. Und ja, was soll man sagen? Im Großen und Ganzen richtig tolle Geschichte. Und hier haben wir die Steuerbox, also sprich den einen Ausschalter. Hier schalten wir ein, einfach kurz gedrückt halten, dann kommt der ganze, die ganze Technik. Dann haben wir diesen Mode-Hebel, da können wir den ersten, zweiten, dritten Gang wählen und wenn man hier bei dem einen Ausschalter durchstellt, hat man jetzt die Gesamtreichweite, 54 Kilometer, wo er Gesamtreichweite hat. Ist schon eine echte Menge und da kann man richtig was damit anfangen. Also Mode 1, 2, 3 durchschalten, ein Ausschalter kann man kurz tippen, um entsprechend die Geschwindigkeit, Tageskilometer und Gesamtkilometer. Es ist der Gashebel, wo man dann entsprechend nach unten zieht und ja, das ist echt eine solide Geschichte, muss ich wirklich sagen, gefällt mir sehr gut. Ich bin total begeistert, also ich bin dann selber schon gefahren, fühlt sich auch sehr sicher beim Fahren. Dann hat das ganze Thema auch noch ein Licht, aber da kommen wir dann nur dazu, das zeige ich euch, wie das noch funktioniert. Also richtig klasse das Ganze. So, und jetzt haben wir die zwei hier direkt im Vergleich. Und auf Anhieb sehen wir natürlich schon den Größenunterschied, zum Beispiel hier unten vor dem Brett. Das hier ist ein bisschen schmäler. Hier haben wir natürlich ein wesentlich breiteres Brett, weil wir natürlich auch mehr Zulassung haben, also mehr Zuladung haben. Dann haben wir eine größere und breitere Reifengröße. Auch das ist ein kleiner Unterschied. Und ja, dann die Stoßdämpfer, die Qualität sind natürlich die gleiche, die Federung ist die gleiche, die Bremsen gleich dimensioniert, also das ist alles identisch. Die Optik auch, nur halt, dass er breiter ist und somit auch ein bisschen schwerer belastbar ist. Und der Country ist genauso zu bedienen wie der City. Hier sehen wir auch mal den Unterschied von Silber zu Orange. Also richtig schickes Teil, zusammenklappbar. Wie gesagt, wie ich es gerade schon vorgeführt habe, also relativ simpel und easy zu handeln, gefällt mir persönlich sehr gut. Dann haben wir hier drüber, über diese Fernbedienung, also sprich über dieses Bedienteil, können wir hier auch noch die Lampen einschalten. Wir sehen es hier unten. Zack, genau, da haben wir dann auch noch Licht.
wo wir einschalten können, entsprechend hinten und vorne, wenn wir natürlich nachts oder wenn es dunkel ist, draußen unterwegs sind. Einmal hier einfach auf Mode 2 Sekunden lang drücken, zack, dann geht das Licht da wieder aus. Wieder 2 Sekunden drücken, geht es an, wird auch hier natürlich angezeigt. Also richtig luxuriöses Teil und fährt sich echt gut. Wie gesagt, ich bin es schon mal gefahren. Der hier City 53,8 Kilometer Reichweite, also ich sage jetzt immer um die 50 Kilometer, ist natürlich schon eine tolle Sache. Ja, die haben wir jetzt ab sofort bei uns hier auch im Programm, weil ich finde, das passt zum Thema Camping super gut dazu. Also mir gefallen die unwahrscheinlich gut und das wollte ich euch jetzt hier mal zeigen. Gerade mit der E-Technologie finde ich das ganz geschickt im Rollerbereich. Das Ladegerät ist easy, mit einem kleinen Wechselrichter kann man das ohne Probleme in jedem Wohnmobil auch entsprechend aufladen und macht richtig Laune. Ja, in dem Sinn ein kleines kurzes Video. Wie gesagt, Tasche, Lenker-Package gibt es noch dazu, kann man auch mitordern und mitbestellen. Wir haben die jetzt sofort in der Ausstellung. Wer Interesse hat, mal damit Probe zu fahren, kann vorbeikommen. Spätestens an unserem Event, da werden sie auch da stehen. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bis dahin. Alles Gute. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr es interessant gefunden habt, würde ich mich über ein Like natürlich freuen. Genauso wie über jeden neuen Abonnenten, um dass er die Videos in Zukunft nicht mehr verpasst, was bei uns hier so abgeht in der Werkstatt, an Neuigkeiten und so weiter. Und im nächsten Video werde ich euch ein paar Neuigkeiten bzw. Abläufe von unserem Event noch schildern, plus auch wieder, was wir in der Werkstatt alles so tun, wie es hier weiterging mit unserem Carthago Chickline und wie es hier weiterging mit unserem Knaus Chausson und den anderen Fahrzeugen, wo wir noch da haben. Auch da hole ich euch wieder dazu. In diesem Sinn, bleibt's gesund, alles Gute, schöne Grüße aus Dinkelsbühl und bis bald. Daumen hoch und jo, macht's es gut. Ciao, ciao.